Ein herzliches Willkommen hier zu meinem neuen Hexit-Projekt. Ich habe mal wieder richtig Lust auf Minecraft und das in Hexit-Form. Und ja, ich mache das jetzt auf meinem Server, den ich gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob sich da noch jemand anschließen möchte. Ich mache das jetzt vorerst alleine. Ach du Scheiße, da sind Spawner drinne. Ich bin hier jetzt mal so zufälligerweise irgendwo gespawnt und ich glaube, dass diese Gegend hier nicht sehr angenehm ist, weil wir hier ringsherum irgendwelche komischen Monsterchen haben. Wenn man da mal rüberschaut, eine Burg. Was soll ich von der Gegend halten? Ich weiß es nicht. Aber gucke mal da. Da sieht man schon eine Hexical Essence. Was war das für ein Geräusch? Also, ich weiß nicht. Was ist das für ein Geräusch? Es verfolgt mich. Ach du Scheiße, ein Geräusch verfolgt mich. Geht mir weg mit euren Geräuschen. Ihr wisst ja, wie schreckhaft ich in Minecraft sein kann. Ich möchte jetzt aber gern mal das Grüne suchen. Also ich suche ein Grüne. Das Grüne weiter. Weil diese Schneelandschaft, die gefällt mir nicht so. Ich möchte Bäume haben. Ich möchte verschiedene Sachen haben. Und das findet man in einer Schneelandschaft nicht, weil es ist so kalt. Oh, gucke mal, da ist noch eine Hexical-Essenz. Ich glaube, wir haben schon bald eine Scale-Rüstung sicher, würde ich mal so behaupten, ne? Wenn man hier mal so sieht, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Da ist der erste Baum. Yeah, der erste Baum. Und da sieht's aus, weiß ich nicht. Ich möchte doch nur, dass dieser kalten Gegend weg. Und da ist doch ein Baum. Lass mich diesen Baum bitte fällen. Ich bin nur ein kleiner, hilfloser Mensch, der ganz gerne etwas bauen möchte, damit ihm nicht mehr so kalt ist. Aber es ist ihm nicht gelungen. Leider Gottes, es ist ihm nicht gelungen. Oh, warte, jetzt habe ich aus Versehen auf Pause gedrückt. Na, das wollte ich nicht. So, da ist der Baum auf und drauf geputzelt. Ei, der Polarbär ruft, der Polarbär ruft. Na, was rufst du, du kleiner Polarbär? Wie sie das anhört, du kleiner Polarbär. Ach, du bist das, der diese komischen Geräusche macht, ey. Du kannst mich mal, ey. Was hab ich denn hier für eine Welt, ey? Dieser komisch, ey. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal ordentlich was an Battle Towern, ne? Auf der Gamescom war ja der Nintendo Battle Tower was ganz anderes als hier. Aber, ja, Battle Tower versteht sich natürlich. So ein Turm. Und obendrauf ist so ein komischer Golem, der nennt sich Battle Tower Golem. Und der möchte einen am liebsten dann in den Arsch treten und vernichten. Ich mach das mal hier kaputt. Ja, geh mal kaputt. Ich habe meinen Server mal wieder bei Nintrado gehostet. Und, wisst ihr eigentlich, was diese Statuen da machen? Die sehen so komisch aus. Irgendwie sehen die sehr mysteriös aus, aber ich kann mir darunter nichts vorstellen. Ach, Huhn. Huhn. Essen, essen, essen. Leckerli. Und du auch. Du auch. Stirb, Kartoffel. Ich will eine Kartoffel aus dir rausdrücken. Oh, was ist denn da hinten? Ist es ein NPC-Dorf? Ist es, da kann man wohnen? Kleines Hühnchen. Ey, ich möchte Brathühnchen aus dem machen, aber. Was war das denn? Was war das denn? Was ist mit meinem Server los? Der leckt. Ja, toll. Toll, Server leckt so ein bisschen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Och, der hat die World gesaved. Mein Gott, ey. Da verlängere ich extra den Server und dann dauert das auch nochmal. Weiß ich nicht. Boah, ich wollte schon sagen, wir, du stürzt jetzt ab. Ey, dann gibt's aber hier die Trado. Ich will mein Geld zurück. So. Ist das dein NPC-Dorf? Das ist dein NPC-Dorf. Ihr kennt mich doch. Ich wohne in NPC-Dörfern gerne, weil es da kostenlos gebaute Häuser gibt. Was ist das denn? Was ist das? Ach so, das schon. Das sah sehr komisch. Nee, nee. Warte mal. Ist es da eine Burg? Ist. Ah, da ist eine Burg. Und da auch. Ach du Scheiße, ey. Die Herren, die hier wohnen, aber
Nicht, also ich meine, okay, ich kann jetzt hier wohnen. Ah, wohne ich direkt gegenüber von einer Burg. Ja, egal. Egal. Kann ich ja nicht den Spawn setzen? Ich weiß nicht. Kann ich? Kann ich? Kann ich? Ich weiß ja nicht. Nee, geht nicht. Gibt's nicht. Geht nicht. Gibt's nicht. So. Aber ich würde ganz gerne hier mal. Das ist ja schon ein kleines vorgebautes Häuslein. Deswegen würde ich gerne. Mal Pinguine, halt doch mal eure Fressen. So. Deswegen würde ich ganz gerne hier mal ein Lager bauen. Aber ich brauche erstmal was zu essen. Und das kriege ich natürlich nicht umsonst. Dafür muss man Cobblestone abbauen. Ich würde mir ja welches von denen da hinten klauen. Aber ich glaube, die sind nicht sehr freundlich. Habe ich so das Gefühl, oder? Ich glaube, dass die so ein bisschen, wenn ich den Cobblestone klauen möchte, dann, ach du Scheiße, da hinten ist auch noch so ein Teil. Dann sind die so verärgert, dass ich dann am Ende in Flammen aufgehe und, ja, so, dann so bin und das Wörtchen nennt sich tot, so bin ich dann. Ja. Ja, cool, geh kaputt. Du bist kein Cobblestone. Leider nicht. Lisa. Kaputt. Ich bin am Verhungern. Ich bin so sehr langsam am Verhungern. Wenn ich nicht gleich etwas zu essen bekomme, dann bin ich tot. Ja, das nennt sich tot, ne? Ich glaube, ich nicht. Nein, fick dich. Oh, fucking hell. Mann, hab ich mich erschrocken. Geh kaputt. Das passiert, wenn man andere Häuser bestehlen möchte. Ja. Das passiert, wenn ich andere beklauen möchte. Sehr schön. Da muss ich mir woanders was holen. Also ich habe mich echt erschrocken, ey. Auf einmal greift mich da irgendwas an und ja. Tut mir leid, also so. Ja, dann muss ich leider den Brunnen hier auseinandernehmen, weil ich möchte nicht mein Haus auseinandernehmen. Mäh, ja, du kleines Schäflein, das tut mir leid, aber ich muss leider diesen wunderschönen Brunnen auseinandernehmen. Was war das für ein Geräusch? Nix. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ne? Ich brauche neun verdammte Viecher. Ich möchte die Nacht aber überstehen, damit das klar ist. So, oh. Noch eins. Machen uns noch eins und dann können wir das hoffentlich. Ich bin gleich verhungert, ey. Wenn ich verhungert bin, ist das eure Schuld. Ganz klar. Es ist eure Schuld. Ihr habt mich verhungern lassen. So. Zwei Stück. Damit wir ja nicht zu sparsam sind, ne? Ich brauche noch ein bisschen. Ich bin gleich echt ausgehungert. Hilfe. Und es ist noch so geil. Hier ist ein Polar. Ja. Ach du Schäfchen. Lach mich doch ruhig aus. Aber das wird dir auch nichts helfen. Irgendwann dann landest du auf dem Grill. Und ich kann nicht grillen. So. Du, du, du. Und wir möchten. Ach, fucking. Fucking. Ja, so richtige fucking. Ich möchte mir was backen. Backe, backe Kuchen. Was war backen? Das ist nur ein kleines Hölzelein. Ein kleines Steak. Wir backen ein Steak. Du. So. Dann machen wir mal Steaks und du, du. Ich gehe dann mal. Ach so, ich brauche zwei. Ja, ich brauche zwei. So, zwei Stones. Nehmen wir mal zwei Stone Swords. So. And when we can do this, eine Axt. Ey, bestimmt haben wir uns alle abgeschaltet. Oh, der redet Englisch. Wir verstehen ihn nicht. Ne. Dankeschön, das dritte Steakhouse. So, Dankeschön. So, bin ich jetzt vom Verhungern gesichert? Ich hoffe doch mal. So, mein erstes Schwert habe ich jetzt auch. So, Schäflein, du hast mich ausgelacht. Ah, kriegst du jetzt wieder. Tut mir leid. Du hast mich ausgelacht. Also, mich darf man nicht auslachen. Aber du hast mich nicht ausgelacht, aber
Du sahst gerade so lecker aus, also zum Anbeißen, wortwörtlich. Was ist hier? Gibt's denn auch so hexige Dinger? Ich brauche 4 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieieiei, ich bin in einer echt schönen Gegend gespawnt, ne? Ich möchte nicht auf diese komischen OP-Ritter jetzt schon am Anfang treffen. Dann bin ich aber echt am Arsch. Ich habe noch keine Scale-Sachen und so. Und selbst im Team sind die ein bisschen OP. Ich will jetzt gleich keine Spawn sehen. Also bitte nicht, sonst erschrecke ich ganz leicht. Ah, nur ganz leicht, ne? So. Wir wohnen ja nämlich mitten zwischen zwei Burgen und in beiden scheint ja noch der Walker King zu sein. Ich möchte den nicht zum Leben erwecken. Tut mir leid. Also der ist da oben. Da oben ist der Walker King. Irgendwo da und der kann sich ja porten und so und was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Hab ich den jetzt erwacht? Nein, der soll er nicht erwecken. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Du kannst ruhig da bleiben. Und da ist ein Zombie. Ah, ein Zombie. Das ist mysteriös hier. Ich habe hier mehr Angst als in Mittelerde Mordors Schatten, ne? Nee, weil wenn man hier tot ist, dann hat man so viel verloren. Ne? In Mittelerde hat man da nicht so viel verloren. Creeper müssen wir aufpassen, die machen unser Haus kaputt. Da oben sieht nicht so viel gespawnt. Ey, hast mich gesehen? Du hast mich gesehen? Ja, bin ich so berühmt, dass du mich siehst? Ist ja ein Traum, von einem Zombie entdeckt zu werden. Ich bräuchte ja auch mal ein bisschen nicht, aber ich habe gerne Kohle. Habe ich leider nicht. So, wobei, das können wir jetzt da gleich drinnen lassen. Aber wir brauchen eins. Ja, das reicht. Das reicht gerade eben aus. Achso, doch nicht 9, das sind doch 8. Ja, gut, dann könntest du den einen noch verfackeln hier. So kannst du haben. Und das hier, das geht da rein. Und den können wir ein bisschen lagern. Was wir auch immer so an Müll haben. Ja, Hexe, Sachen sind Müll. Ja, das verstehe ich auch so. Leder, Feder und Sugar. Ja, Sugar. Und das hier. Weiß ich nicht. Egal. Lagern wir einfach mal so das, was gerade in ist, so zu lagern. Was gibt es dort? Wehe, hier steht jetzt der schwarze Mann rum und sammelt die Bübsches ein. Habe ich auch keine Burg. Ah, wo ist er? Wo ist er? Ich bin gleich tot. Ist dieser Turm da irgendwie? Was ist das? Irgendwie was Schwarzes. Das sieht nicht sehr gesund aus. Boah! Boah! Das ist unfair, ey. Wo ist mein Schwert hin? Also, da. Ich guck so gerade so aus Schwarz. Nee. Nee, das war so. Ich guck so gerade so aus Schwarze Loch und dann einfach kommt da so eine Spinne. Boah, deswegen, ey. So, ja, es hat mich wieder ein bisschen wach gemacht. Es ist gerade fast 1 Uhr hier und ein bisschen dunkel. Ein bisschen aber nur, ne? Deswegen erschrecke ich mich so ein bisschen. Das ist alles Teil der Show. Das ist nicht natürlich. Eieiei, Alter, ey, du bist echt sprengsüchtig. Aua! Boah! Erschreck mich nicht so! Ich lasse ihn dir alles fallen, ey. Boah. Aua, aua, aua. Geht weg. Tschüss. Ihr seid echt schlimm. Schlimme Finger. Weg hier. Die Nacht hat's echt in sich. Aua. Boah, du Wichser. Ey, jetzt geh mir hier. Ich geh anschaffen, du Depp. Aber nicht mit mir. So. Kaputt. Das ist also eine böse Spinne. Ich Spinne. So, komm mal rein. Nicht? Dann nicht. Dann bleibst du draußen. Haben wir gar keine. Ach Gott, ey, ich bin so doof, ey. Da haben wir Essen. Essen haben wir immerhin schon mal. So. Wir sind im Winter gefangen und. Da draußen wartet eine Spinne, die uns aufessen möchte.
Ja, dann ess mich doch. Ess mich. Boss. Aua. Nein, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Das war doch nur Spaß. Aber Spaß ist halber. Eigentlich. Ich nehme noch weiter diesen Brunnen auseinander. Und ich hoffe, in der Zwischenzeit tötet mich nichts, beziehungsweise greift mich nichts an. Sonst bin ich so ein bisschen depressiv. Ne? So ein bisschen suizidgefährdet. Ich glaube, die Lage ist ganz still. Ich werde in nächster Zeit ein bisschen mehr Hexit bringen. Es macht mir doch Spaß. Also, Hexit ist dann doch irgendwie cool. Irgendwie so zur Abwechslung von diesen gewaltigen Spielen ist Hexit so eine Entspannung, ne? So, du spielst Mord aus Schatten und dann Hexit, das ist so eine Entspannung, so. Ach, du musst keine mehr die Köpfe abhacken, ne? Das ist so ein Unterschied, ne? Ach, mein Schwert ist schon wieder fast kaputt, ey, meine Fresse, ey. Ja, diese Schwerter, ey. Diese Keck-Schwerter. So. Ich müsste ganz gerne mal Eisen finden. Das würde ich ganz gerne aber am Tag machen, wenn mich niemand dabei stört und ich hier nicht diese komischen Sachen alle hier im Hintergrund hätte. Guck mal, wir haben schon 3 Schlösser auf einer Karte. Das kann ja nicht gut gehen, ne? Ich wohne zwischen 2 Burgen und da unten sind wir gespawnt, da war eine Burg. Was habe ich hier denn für einen komischen Humbug veranstaltet, ey? Meine Fresse. Ja, so ein Kack. Das war echt so ein Kack hier. Ich habe so eine gute Map gefunden, ne? Wisst ihr das? Aber. Ach, das ist ja schlimm. So. Oh, was war das denn? Nix. So. Ich würde hier mal. Hab ich. Ach. Boah, ich bin so doof. So. So, dann haben wir den Steaks und Damage können wir da eine. Stone-Dingens und nochmal, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. So. Und ja, na gut. Jetzt haben wir fast unsere ganzen Dinger da kaputt gemacht. Na gut. So. Und den Rest lagern wir jetzt erstmal so. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Hexit an dieser Stelle wieder.